Herzlich willkommen zu Urknall Weltall und das Leben. Förderkreis Planetarium Göttingen, ein Garant für ein spannendes Vortragsthema. Wolfgang Müller, er lehrt an der Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst in Göttingen. Der wird uns das Thema schwarze Löcher aus einer neuen Perspektive mal zeigen. Er hat den Vortrag selber unterschrieben als Bemerkungen eines technischen Physikers. Es wird also auch viel die Rede sein, erstmal ein wunderbarer Überblicksvortrag zu dem ganzen Phänomen bis hin zu den aktuellen Erkenntnissen. Aber auch ist mal die Rede von Auflösungsvermögen gewisser Apparate. Da werden schöne Beispiele gezeigt, um das zu visualisieren. Also ich freue mich drauf und wünsche Ihnen viel Vergnügen. Ich habe ganz am Anfang ein Zitat vor 30 Jahren aufgenommen vom Herrn Keller. Das ist der Leiter der Sternwarte und des Planetariums in Stuttgart. Und er schreibt, vor 30 Jahren gibt es wirklich schwarze Löcher. Zu Filmehren sind sie schon gekommen, die schwarzen Löcher. Man findet sie in vielen Science-Fiction-Romanen, doch gibt es sie wirklich, die schwarzen Löcher? Nun, Sie wissen als Teilnehmer in unseren Reihen, dass dort sich in den letzten 30 Jahren enorme Ergebnisse ergeben haben und über einige von denen möchte ich jetzt berichten. Jetzt kommen wir zu dem Thema, was uns dann zu dem Hauptpunkt führt, nämlich den Ergebnissen der Relativitätstheorie, die im Wesentlichen auf Einstein zurückgeht mit den zwei markanten Punkten, nämlich der speziellen Relativitätstheorie 1905 von Einstein veröffentlicht, in den Wunderjahren, dem viele entscheidende Beiträge von ihm kamen. Und der Schwerpunkt dieser Theorie ist, dass die Lichtgeschwindigkeit unabhängig vom Bezugssystem ist und dass die Masse geschwindigkeitsabhängig wird. 10 Jahre später die allgemeine Relativitätstheorie. Und hier werde ich nur sagen, da gibt es eine ganz wichtige Gleichung. Und die sieht hier zwar relativ bescheiden in der Darstellung aus, die hat es aber in sich. Denn diese Größen mit den Indizes hier, das sind Tensoren und das Ganze ist an einer Tensoralgebra gekoppelt, die bei der Lösung nun wirklich theoretische Physiker oder Mathematiker erfordert. Einer, der diese Gleichung kurz nach der Veröffentlichung tatsächlich gelöst hat, das ist Karl Schwarzschild. Karl Schwarzschild war übrigens zuerst Professor hier in Göttingen, später in Potsdam. Und er hat 1960 die Lösung gefunden für ein sphärisches, später schwarzes Loch. Eine sphärische Lösung, dabei kam heraus, dass es einen, heute nennen wir das Schwarzschildradius gibt, eine Abmessung, die sich mit der einfachen Formel darstellen lässt und ab der die Information, wenn die Masse so stark komprimiert ist, dass der Radius unterschritten ist, keine Information aus dem komprimierten Raum nach außen dringen kann. In einer einfachen Sprachweise wäre das, dass die Fluchtgeschwindigkeit durch die Lichtgeschwindigkeit begrenzt ist und die Information auf einen extrem kleinen Raum konzentriert wird. Die nächsten Jahrzehnte nach der Entwicklung dieser Theorie hat man an den Dingen weitergearbeitet, aber selbst Einstein hat an die Existenz der daraus resultierenden schwarzen Löcher Zeit seines Lebens natürlich auf seinem Niveau gezweifelt. 50 Jahre danach wurde die sphärische Lösung entscheidend erweitert durch Kerr. Und zwar wurde berücksichtigt der Drehimpuls, den ein solches Objekt haben kann. Und das führte zu rotierenden schwarzen Löchern. Kurz danach gab es eine Arbeit, die nachher von Bedeutung sein wird, nämlich von dem Roger Penrose, der über den Gravitationskollaps, also dieser Kontraktion, veröffentlicht hat und dabei den Begriff der Raumzeitsingularität als bessere Beschreibung dieses schwarzen Loches eingeführt hat. Der Begriff schwarzes Loch entstand wiederum 2-3 Jahre später, wurde von Wheeler, das ist der Nachfolger auf dem Lehrstuhl von Einstein in Princeton gewesen, der hat dann in irgendeinem Zusammenhang dann den Begriff aufgenommen und geprägt, schwarzes Loch, sprich also hier ein Black Hole. Wir werden vor allen Dingen immer wieder diese Schwarzschild-Gleichung hier im Hinterkopf haben oder dann auch kurzzeitig dann verwenden. Ich wiederhole nochmal, damit es in Erinnerung bleibt, zweimal
mal der Gravitationskonstanten, die wir schon von Newton kennen, mal der Masse dieses Objektes geteilt durch c². Also proportional zur Masse. Das ist wichtig. So, und damit gehen wir jetzt einfach zu konkreten Massen. Als Beispiel habe ich hier zunächst einmal den Zahlenwert, den Sie übrigens schon in der Originalarbeit von Einstein finden für die Sonne, hier von 3 Kilometern. Und von der Erde, das liegt uns im Vergleich etwas näher. Warum? Weil wir auf der Erde eben leben. Diese über 12.000 Kilometer Durchmesser, die schrumpfen dann auf einen Radius von 9 Millimetern, einen Durchmesser von 18 Millimeter. Und das entspricht hier etwa einer solchen Glasmurmel, einer solchen Kugel. Oben habe ich aber noch mal was hervorgehoben. Man darf nun nicht bei allem diesen faszinierenden Darlegung vergessen, dass dieses schwarze Loch keine feste Oberfläche hat. Dieser Schwarzschildradius kennzeichnet die Begrenzung des Raumes, und es ist besser beschrieben mit dem Ereignishorizont, nämlich dass für Massen, die jetzt so groß sind und dann Situationen, keine Signale mehr nach außen kommen können. Also diese 9 mm bzw. 18 mm Durchmesser, das soll einfach verdeutlichen nochmal, wir reden nun über Objekte, die wir für im täglichen Leben nur wirklich sehr schwer vorstellen können. Über eine Reihe von Jahren fanden nun entsprechende Arbeiten statt, schwerpunktsmäßig wirklich seit dem Jahr 1990. Und ein Durchbruch, von dem haben Sie alle gehört, war nun vor 15 Jahren, bei dem Gravitationswellen nachgewiesen wurden. Über dieses Thema werde ich außer mit 2 Folien hier nur erinnern und eben festhalten, dass hier einer der ganz entscheidenden Nachweise war, und zwar konnten die Signale an einem wirklich sehr aufwendigen Messverfahren so interpretiert werden, dass hier als Ergebnis herauskam, dass 2 mittelschwere schwarze Löcher verschmolzen sind, in einer Entfernung übrigens von 1,3 Milliarden Lichtjahre. Also jetzt sind wir wirklich weit, weit im Kosmos draußen. Und wie gesagt, das war die Bestätigung für diese Gravitationswellen, die Einstein selbst auch schon vorhergesagt hatte. Und es gab unmittelbar danach auch den Nobelpreis für Barysron und Weiss für diese Gravitationswellen. Das ist nur zur Erinnerung, dass aus einem anderen Bereich, über den wir jetzt im Folgenden nicht mehr sprechen werden, hier vor 5 Jahren eine sehr schöne Bestätigung für diese Theorie erfolgte. Ja, wir kommen nun zu dem zweiten Punkt, nämlich diesen kleinen Winkeln oder sogar kleinsten oder wie ich hier geschrieben habe, winzigsten Winkeln. Dazu brauche ich die Stecknadel und meine Nussknacker. Und eine kurze Erinnerung, dass wir mit den Winkelgraden zwar im täglichen Leben umgehen, aber dabei kein Dezimalsystem zugrunde legen. Hier als Karikatur von Uli Stein im Zusammenhang mit der damaligen Diskussion um die PISA-Studie eben hier etwas verdeutlicht, 90 Grad ist nicht genug, 100 Grad, der Winkel kocht und dann ist es doch 100 Grad. Das ist nur als Erheiterung an der Stelle. Wir gehen jetzt zu ganz schnöden Zahlen, ich komme an der Stelle nicht drum rum und werde hier nochmal die Winkeldefinition, aber vor allen Dingen kleine Winkel erläutern. Wir sehen hier einen solchen Winkel und der Winkel selbst ist definiert als die Länge des Bogens geteilt durch den Radius, so wie ich das hier hingeschrieben habe, also Alpha, der Winkel, ist B geteilt durch R. Jetzt im täglichen Leben wissen Sie, dass wir den Vollkreis mit 360 Grad ansetzen und im Einheitskreis R gleich 1 hat der Kreis den Umfang 2 Pi. Und jetzt kommt hier noch die Einheit für diese Definition dazu, das ist RAD, Rad hier, so dass wir hier diese Beziehung haben zwischen der Definition des Winkels in Radian und der gebräuchlichen Einheit 360 Grad. Jetzt rechnen wir hier schnell den um von einem Grad, das sind entsprechend 60 Bogenminuten und das sind wieder 60 Bogensekunden, sodass wir hier dann 60 mal 60 haben und dann schließen wir bei dem weiteren Vorgehen hier jeweils 7 aus dem dekadischen System an, sodass hier sich ergibt dann 3600 mal 10 hoch 3 Millibogensekunde.
Ich habe sie im Beschluss ausgeschrieben und diese Einheiten werden immer wieder auftauchen. Deswegen erlaube ich mir das nicht nach den üblichen SI-Einheiten direkt abzukürzen, sondern so halb auszuschreiben. Wir haben hier also die Millibogensekunden und wenn wir dann noch 13er Potenz kleiner werden, dann sehen Sie, dass wir hier die Mikrobogensekunden haben. Dann haben wir hier 3,6 mal 10 hoch 9 Mikrobogensekunden. So, das war wiederum langweilige Zahlenrechnerei, allerdings mit Einheiten, mit denen man nun nicht jeden Tag umgeht. Und jetzt gehen wir zu dem ganzen, Sache voran, zum nächsten, in der nächsten Folie. Und jetzt sehen Sie auf der rechten Seite zunächst den Mond. Der Mond hat direkt mit unserem Thema nichts zu tun, aber ich werde den immer wieder als Referenz für den Abstand und als Referenz für Winkel benutzen. Und die Gegenstände dabei projizieren auf den Mond. Und der Mond hat einen Abstand im Mittleren von 384.000 Kilometer und den kennen wir nun, kennt jedes Kind, wenn wir den Nachthimmel schauen. Um das nochmal hervorzuheben, machen Sie sich klar, wenn Sie den Himmel anschauen, Sie können nur Winkel und Winkeldifferenzen sehen. Mehr geht nicht. Wir haben keine Möglichkeit, in irgendeiner anderen Form Unterschiede zu sehen. Nehmen Sie den Mond als Referenz, der hat einen Winkel von ungefähr 0,5 Grad, entsprechend 1800 Bogensekunden. Und der Winkel des Mondes ist fast genauso groß wie der Winkel der Sonne. Und das führt dazu, dass wir ein Phänomen haben, das Sie alle kennen, das ist die Sonnenfinsternis, bei der wir dann faszinierende Erscheinungen während ein paar Minuten, alle paar zig Jahre hier haben im Zusammenhang mit dieser Konstellation. Hier ist dann nochmal ausgeführt, dass das 1,8 mal 10 hoch 9 Mikrobogensekunden sind. Und als nächstes habe ich hier noch einmal der Gegenstand gezeichnet. Wenn Sie bei kleinen Winkeln sind, dann können Sie getrost den Bogen annähern durch die Gegenstandsgröße G, einfach weil die Krümmung immer mehr mit der Sehne übereinstimmt. Und Sie erhalten dann als Alpha hier einfach Objektgröße G geteilt durch den Abstand. So, jetzt kommt unsere Stecknadel hier zum Tragen. Und zwar projizieren wir jetzt die in Gedanken auf den Mond. Nun, das ist natürlich absolut unmaßstäblich, den würden Sie nie die Stecknadel sehen, denn der Mond hat einen Durchmesser von über 3000 Kilometer, unser Stecknadelkopf weniger als ein bisschen mehr als 2 Millimeter. Aber ich habe dieses Beispiel gewählt, um zu verdeutlichen, wie klein eine Mikrobogensekunde auf dem Mond ist, nämlich ungefähr so groß wie der Stecknadelkopf. Wir werden im Folgenden auf diese Größenverhältnisse zurückkommen, sonst würde ich sie Ihnen hier nicht so verdeutlichen. Zunächst gehen wir nochmal auf den Mond, vor 51 Jahren Mondlandung und was wahrscheinlich nicht bekannt ist, dass da der Nussknacker bereits auf dem Mond war, einfach um zu verdeutlichen, wie groß solche Gegenstände bzw. die Winkel sind, die mit den Gegenständen jetzt auf dieser Referenz Mondoberfläche sind. Der Nussknacker hat etwa 30 cm und das entspricht ganz grob einem Winkel in der Höhe des Nussknackers von 200 Mikrobogensekunden. Und der Augenabstand, wenn Sie hier ein bisschen genauer das Gesicht anschauen, der Augenabstand, der ist etwa ein Zehntel und das sind dann entsprechend 20 Mikrobogensekunden. Diese 20 Mikrobogensekunden hier, die werden uns im Folgenden immer wieder begegnen. Also behalten Sie das ein bisschen im Kopf. Das ist ungefähr der Abstand, den wir hier haben zwischen den Augen des Nussknackers, wenn wir einen solchen Nussknacker auf dem Mond positionieren würden. Der nächste Punkt hat mit den Winkeln jetzt nur indirekt etwas zu tun. Und zwar betrifft das die Auflösung von Objekten durch eine Optik. Und da gibt es ein grundsätzliches Kriterium, das man im Anfangsstudium der Naturwissenschaften kennenlernt, das sogenannte Rayleigh-Kriterium, bei dem beschrieben wird, wie eine Welle, die durch ein Loch geht oder eine Welle, die von einem leuchtenden Punkt ausgeht, sich nun durch den Wellencharakter darstellt. Diese
Punkt wird nicht oder das Loch wird nicht scharf abgebildet, sondern es ergibt sich eine Beugungsfigur. Und wenn Sie jetzt mit einer Optik, etwa einem Objektiv, einem Teleskop, zwei Punkte trennen wollen, dann wird nach Rayleigh eine Trennung als erfolgreich betrachtet, wenn diese Verhältnisse vorliegen, wie Sie sie etwa hier sehen. Sie sehen hier also so eine Art Beugungsumfeld und dann sehen Sie hier zwei unscharfe Punkte und diese Position, so wie ich sie hier dargestellt habe, die entspricht jetzt dem kleinsten Auflösungswinkel nach Rayleigh und ist ganz einfach gegeben durch 1,22 mal der Wellenlänge, mit dem wir dieses Phänomen untersuchen, geteilt durch den Durchmesser des Teleskops etwa, wird manchmal auch als Apertur bezeichnet. Nun, mit dieser Formel, die werden wir auch ab und zu brauchen. Und hier ist nun im Folgenden einfach gezeigt, wie groß sowas ist, wenn Sie eines der weltgrößten Teleskope nehmen. Hier oben sehen Sie das Hale-Teleskop auf dem Palomar Mountain in Kalifornien. Das war mit 5 Metern über viele Jahrzehnte das größte Teleskop. Heute haben die Teleskope, die größten, einen Einzeldurchmesser von 10 Meter. Und wenn Sie das jetzt hier entsprechend nutzen, um den Auflösungswinkel zu berechnen, und zwar auf dem Referenzabstand zum Mond, dann bekommen Sie bei einer Wellenlänge im sichtbaren Bereich von 550 Nanometer, das ist so typisch im grünen Wellenlängenbereich, hier 14 Millibogensekunden. Oder als Wegstrecke, also der Abstand zwischen zwei solchen Lampen etwa, die Sie auf dem Mond positionieren, die müsste mindestens 25 Meter betragen, damit Sie diese zwei Lichtquellen trennen können. Dabei ist vorausgesetzt, dass die Atmosphäre in keiner Weise sich negativ auswirkt. Am besten würde man also solche theoretische Kurve natürlich mit dem Hubble-Teleskop untersuchen, weil man da außerhalb der Erdatmosphäre wäre. Aber nochmal Auflösung hier im Wesentlichen Lambda durch D. Jetzt sind wir fast schon bei der Hälfte des Vortrags und kommen zum dritten Punkt, der betrifft nun den Kepler, die Sonne und die Milchstraße. Die Keplerschen Gesetze, insbesondere das dritte Keplersche Gesetz, was ich hier hingeschrieben habe, die beschreiben die Bewegung von Planeten in dem Fall, um zunächst mal unser Sonnensystem oder allgemein um eine zentrale Masse. Das sagt aus, dass der Abstand oder die Halbachse hier zur dritten Potenz geteilt durch die Umlaufzeit zum Quadrat, dass das für eine Zentralmasse groß M eine Konstante ist und die Konstante ist einfach gegeben durch die Gravitationskonstante geteilt durch 4 Pi Quadrat. Das bedeutet, wenn ich diese Gleichung hier nehme und ich kann den Abstand bestimmen und die Umlaufzeit, dann kann ich aus dieser Beziehung sofort die Masse bestimmen. Und an der Stelle machen wir jetzt das erste Gedankenexperiment. Es kommt noch ein weiteres, also ein bisschen Geduld. Bei dem ersten Gedankenexperiment gehen wir hier zu unserem Sonnensystem, lassen aber in Gedanken die Sonne zu einem schwarzen Loch schrumpfen. Dann haben wir in der Mitte einen Bereich mit 6 Kilometern Durchmesser und der wird, weil es ein schwarzes Loch ist, eben von außen nicht direkt wahrgenommen. Die Frage ist, was ändert sich dann an den Bewegungen der Planeten, wenn genau die gleiche Masse vorliegt, aber wie gesagt, wir ein anderes Objekt haben, nämlich ein schwarzes Loch, eine Singularität. Und die Antwort ist, solange Sie überhaupt dann die Bewegung der Planeten beobachten können, es ändert sich nichts. Das heißt, Sie können aus der Bewegung der Planeten, also zum Beispiel in Kreisnäherung, die hier zugrunde liegt, aus der Bewegung der Erde um die Sonne, sofort die Masse bestimmen, obwohl Sie das Objekt nicht sehen. Das, was ich hier als Gedankenexperiment gemacht habe, ist im Grunde genommen die Methode, die jetzt verwendet wird für ein Objekt, das ich Ihnen kurz vorstellen möchte, und zwar ein Objekt hier im Zentrum unserer Milchstraße. Über dieses Verhalten hier gab es letztes Jahr schon einen schönen Vortrag vom Herrn Brandner. Ich würde es hier relativ kurz fassen. Sie sehen in der Darstellung hier eine Konstruktion der Milchstraße, so wie man sie sich als Balkenspiralnebel vorstellt. Und
Wir sind also Milliarden und Abermilliarden Sterne in unserer nächsten Nachbarschaft. Unsere Sonne, hier mit dem schwarzen Kreis umrundet, befindet sich vom Zentrum in einem Abstand von 27.000 Lichtjahren. Als Referenz habe ich hier unten nochmal reingeschrieben, der Abstand von der Erde zur Sonne ist die astronomische Einheit und das sind 8 Lichtminuten. Also 8 Lichtminuten zu diesem Abstand in unserer eigenen Galaxie in der Milchstraße. Nun gab es über viele Jahre schon Hinweise darauf, dass in diesem Zentrum eine sehr große Masse hier konzentriert sein muss. Und diese Masse hat dann ganz einfach, pragmatisch den Namen A-Stern bekommen im Sternbild des Schützen Sagittarius. Deswegen diese Abkürzung SGR A-Stern. Über dieses Phänomen werden wir jetzt im Folgenden uns noch etwas unterhalten. Und zwar sehen Sie zunächst einmal in einer einfachen Sternkarte die Position des Schützen hier. Sie erkennen, ich habe leider keine bessere Darstellung gefunden, hier die Milchstraße, das ist dieses Band. Und der Schütze, der liegt also so mitten in der Milchstraße, wird dann im Sommer, kann er nur gesehen werden. Allerdings müssen Sie dann lang aufbleiben, weil die Nächte eben sehr kurz sind. Und hier sieht man eine Aufnahme aus diesem Gebiet der Milchstraße mit diesen Konturzeichnungen des Schützen und der Position hier des tatsächlichen galaktischen Zentrums. Was man aus dieser Darstellung hier erkennen kann, dass das Zentrum selbst durch Staub und Gaswolken im sichtbaren Bereich verhüllt ist, sodass man da keine Chance hat, eine genaue Untersuchung durchzuführen. Trotzdem ist es gelungen, ab den 90er Jahren mit entsprechenden Instrumenten dort Untersuchungen durchzuführen. Und diese Untersuchung möchte ich jetzt im Folgenden Ihnen zeigen. So, was Sie hier sehen, ist eine Computersimulation, eine künstlerische Darstellung um ein Zentrum, das nicht sichtbar ist, von Bahnen, von Himmelskörpern und zwar von Sternen, jetzt nicht Planeten, so wie in unserem eigenen Sonnensystem. Und die kreisen nun, wenn man die über den entsprechenden Zeitraum hier die Bewegung verfolgt, um ein Zentrum, was man letztendlich in dieser einfachen Form nicht sehen kann. Die Untersuchungen wurden ab 1995 durchgeführt und was Sie hier nun erkennen können, ist eine Darstellung einer Bahnverfolgung eines solchen Sterns, der also um dieses Zentrum kreist. Ein Stern, der große Berühmtheit hat hier, S2. Und man erkennt, dass über den Zeitraum von mehreren Jahren hier eine elliptische Bahn durchlaufen wird. Die Periode dieser Kreis, dieser elliptischen Bewegung ist 15 Jahre. Und jetzt können Sie genau das machen, was ich vorhin als Gedankenexperiment bezeichnet habe. Sie können jetzt nicht die Kreisnäherung nehmen, sondern wirklich die Ellipse hier als Bahn analysieren und dann das unbekannte Objekt, die Masse bestimmen. Und das Ergebnis sind 4,3 mal 10 hoch 6 Sonnenmassen, also rund 4,3 Millionen Sonnenmassen. Eine riesige Masse, das erste Beispiel von diesen Riesenmassen, über die wir uns in unserem Vortrag heute unterhalten. Sie können dann für diese Masse den Schwarzschildradius ausrechnen und können dabei dann als Ergebnis herausbekommen, dass es etwa ein Viertel des Merkurabstandes, also des Merkurradiuses beträgt. Und aus der Entfernung, die wir kennen, sprich diese 27.000 Lichtjahre, sie ist hier in Parsec angegeben, wenn Sie das umrechnen, sind es die 27.000 Lichtjahre, erhalten Sie, dass hier für den Radius sich ein Winkel ergibt von 10 Mikrowinkelsekunden oder für den Durchmesser 20 Mikrowinkelsekunden. Vielleicht erinnern Sie sich, das war das Maß, was ich vorher hervorgehoben habe bei der Erklärung der Winkel am Beispiel des Mondes. Ja, wir sind an einem ganz wichtigen Punkt angekommen. Die meisten von Ihnen haben das gehört. Und bevor ich dann das hervorhebe, lassen Sie mich noch ganz kurz auf die Instrumentierung eingehen. Jedes dieser Punkte, die ich hier aufzähle, wäre ein eigener Vortrag. Aus den Bahnkurven, die ich erläutert hatte, sehen Sie, dass wir eine Winkelauflösung für die Bahn insgesamt von einigen 100 Milliwinkelsekunden benötigen, mit einer Genauigkeit von
grob 10 Millisekunden wie Bogensekunden oder besser. Und das ist deutlich mehr, als Sie mit einem einzelnen Großteleskop erreichen können. Deshalb wurden diese Untersuchungen an zwei hervorgehobenen Teleskop-Arrangements durchgeführt und dabei darauf geachtet, dass die Absorption, nämlich die der interstellaren Materie, möglichst hier vermieden wird. Das macht man, indem man nicht im sichtbaren Bereich beobachtet, sondern im nahen Infraroten. Und dann verwendet man eine ausgefeilte Technik, indem man bei den Teleskopen eine adaptive Korrektur durchführt, sodass die atmosphärischen Störungen, die selbst bei den Teleskopen, die auf mehreren tausend Metern Höhe angeordnet sind, auf Bergen, eine Rolle spielt, dass diese atmosphärischen Störungen weitestgehend vermieden werden. Und der letzte Punkt, das ist jetzt was ganz Raffiniertes, auch darüber haben wir schon einen Vortrag gehört letztes Jahr. Man koppelt mehrere Teleskope zusammen, zum Beispiel bei dem Very Large Telescope in Chile. Da dieses Arrangement sind vier große Spiegel à 8 Meter und diese vier werden jetzt so gekoppelt und dabei erhält man eine Basislänge für die Auflösung von 130 Metern. Das gleiche wurde von einer anderen Gruppe hier am Keck-Teleskop in Hawaii durchgeführt. Dabei sind die beiden Teleskope hier etwas größer, aber dafür sind es nur zwei Teleskope und die Basislänge sind 85 Meter. Was ich hier mit zwei, drei Stichworten gesagt habe, das versteht man jetzt unter dem Begriff des virtuellen Teleskops, also dieses Zusammenschalten und entsprechende Auswertung der Signale. Zu dem Punkt komme ich im Weiteren noch mal genauer. Im Moment nehmen wir das nur als Ergebnis und Sie alle wissen, worüber ich im Moment geredet habe, nämlich den Nobelpreis für Physik an drei Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen. Einmal an den Roger Penrose, den haben Sie vorhin schon kennengelernt, bei der Singularität, ein Theoretiker, der sich mit schwarzen Löchern, aber nicht nur den beschäftigt hat. Penrose ist 89 oder 90 Jahre alt, also eine Generation älter als die beiden anderen. Hier Andrea Gaes, die vor allen Dingen am Caltech arbeitet und mit dem Keck-Teleskopen. Und dann Reinhard Genzel aus München. Und das gab nun insgesamt hier den Nobelpreis für die Schwerpunkte, über die ich gerade berichtet habe. Die beiden Personen hier, die Jüngeren, im Zusammenhang mit der Ausmessung des Schwarzen Loches im Zentrum der Milchstraße. Und wie gesagt, Penrose mit den ganz faszinierenden theoretischen Arbeiten, die nun hier auf Grundlage waren. Sie erinnern sich, die entscheidende Arbeit, Sie sehen es hier, 63, also schon eine gewisse Zeit her, so lange hat es nun gebraucht. Wobei, wir haben es vielleicht vorhin gesehen, diese Arbeiten auch schon vor 10 bis 20 Jahren durchgeführt wurden, die wesentlichen. So, wir kommen zum letzten großen Punkt und dieses Bild haben Sie alle schon gesehen, manchmal fälschlicherweise als Bild eines schwarzen Loches. Im Originalarbeiten heißt es Shadow, also ein Schatten eines schwarzen Loches. Und was damit auf sich hat, das will ich jetzt in den folgenden 10 Minuten noch hier erläutern. Die Einrichtung, die Sie hier sehen oder die dazu letztendlich die wissenschaftlichen Arbeiten geleistet haben, ist ein weltumfassendes Konsortium, 120 Einrichtungen, über 300 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Und der Name, den Sie sich gewählt haben, heißt dann Event Horizon Telescope. Ich betone schon an der Stelle, es ist etwas missverständlich, wenn man nun denkt, das ist ein Bild. Nein, das ist, wenn überhaupt, ein Radiobild. Und was es etwas genauer ist, werden Sie noch sehen. Es ist kein optisches Bild, es ist eine Wellenlänge von relativ kurzwelligen Radiowellen dargestellt, das hier in Intensität und in Winkelsverteilung recht gut mit den Modellen übereinstimmt. Wir müssen aber, um das jetzt noch ein bisschen einordnen zu können, zunächst noch mal schauen, wo solche Objekte bevorzugt beobachtbar sind. Und da gibt es ein Objekt in dem Galaxienhaufen, in dem Sternbild Jungfrau, im Virgo-Galaxienhaufen. Und da befindet sich eine Riesengalaxie und die heißt nach der Klassifizierung, nach dem Messier-Katalog M87. Sie ist immer noch relativ nah. 55 Millionen Lichtjahre, befindet sich nicht mehr in der lokalen Gruppe in unserer Galaxie, aber auch nicht weit weiter draußen. Was jetzt diesen Virgo-Haufen bzw. diese Riesengalaxie besonders interessant macht, ist, dass man schon seit den 70er Jahren
wusste, dass hier eine extrem aktive Kern, ein extrem aktiver Kern vorliegt, und zwar vor allem im Radiowellenbereich. Das ist hier nochmal verdeutlicht, indem also Intensitäten hier aufgezeichnet sind, die auch im Sichtbaren übrigens sichtbar sind, aber besonders im Radiobereich. Also da lag schon ein Verdacht vor, dass dort in diesen Galaxienhaufen sich interessante Objekte oder ein interessantes Objekt verbergen können. Und aus Abschätzungen, die man machte, hat man unter der Annahme, dass dabei ein schwarzes Loch eine Rolle spielen könnte und dieses einen Schwarzschildradius von 120 astronomischen Einheiten haben könnte, einen Winkel abgeschätzt von 8,5 Mikrobogensekunden oder mal 2, 17 Mikrobogensekunden. Ich betone das deshalb, weil ich diese 20 oder 17 Mikrobogensekunden nun schon mehrfach richtig unterstrichen habe in meinem Vortrag. Und das taucht jetzt bei dem Objekt M87 wiederum auf. Das extrem schwere schwarze Loch hier wird mit M87 Hochstern bezeichnet, ähnlich wie vorhin beim Sagittarius A-Stern. Das ist also das Objekt mit extrem große Massen im diesem Galaxienhaufen M87. In dem kleinen Bild hier, in dem Sie den Sternhimmel im April dieses Jahres sehen können, können Sie jetzt sehen, wo die Jungfrau, die in dem Fall sichtbar ist, Sternbild der Jungfrau, liegt. Und jetzt ist eine günstige Sache, ich gehe nochmal zurück. Also hier ist die Jungfrau, das Sternbild der Jungfrau, in der Nähe des Äquators, auch der Ekliptik. Und Sie sehen hier, zum anderen Zeitraum im Jahreslauf, die Milchstraße. Und dieses Objekt liegt also jetzt nicht irgendwo im Zentrum der Milchstraße, schon gar nicht in Richtung des galaktischen Zentrums, sondern weit außerhalb, ist dadurch prädestiniert, dass man also mit geeigneten Teleskopen hier auch unter einfacheren Bedingungen entsprechend beobachten kann. Ja, beobachtet wird jetzt, Sie haben es vorhin schon gehört, mit Radiowellen, und zwar mit Wellenlängen von 1,3 mm. Vorhin hatte ich als Referenz bei optischen Instrumenten 550 Nanometer. Wenn Sie das vergleichen, es sind rund 2000 Mal mehr wie das sichtbare Licht. Entsprechend ist das also dann eben eine relativ kurzwellige, aber es ist eine Radiostrahlung. Und wir sprechen im Folgenden nicht mehr über optische Teleskope, sondern über Radioteleskope. Solche gibt es zum Beispiel auf der Atacama-Wüste in Chile, ein ganz berühmtes, aber es gibt weltweit eine ganze Reihe großer solcher Schüsseln. Sie ähneln unseren Satellitenschüsseln auf unseren Dächern, nicht ohne Grund. Sie sind aber natürlich für die optischen Anwendungen optimiert und haben ganz andere Größenordnungen hier. Und Sie sehen, es sind auch gleichzeitig nicht nur eine solche Schüssel, sondern ein ganzes Array, das nun gemeinsam gesteuert werden kann. Wiederum, um bestmögliche Beobachtungsbedingungen zu haben, in dem Fall auf über 5000 Meter Höhe. Das macht es nicht ganz einfach, dort zu arbeiten. Die Astronomen müssen an die Höhe natürlich gewöhnt werden. Im Übrigen sehen Sie, weil ich das gerade sehe, im Südsternhimmel hier zwei markante kleine Zwerggalaxien, das ist die große und die kleine Magellansche Wolke, die hier einfach zu sehen ist. So, wir gehen zum nächsten Bild. Und nun kommt ein ganz entscheidender Punkt, dass man nämlich wegen der Wellenlänge, die doch deutlich, deutlich größer ist als das sichtbare Licht, nun einen ganz anderen Durchmesser in Anführungszeichen benötigt für unser Teleskop. Und welches ist der größtmögliche Durchmesser, den wir auf der Erde realisieren können? Nun, das ist schlicht und einfach der Durchmesser unserer Erde. Und das wurde jetzt in dem Verfahren hier mit dem Begriff Very Long Baseline Interferometry durchgeführt. Man hat entsprechende Radiusteleskope in einer Kooperation zusammengeführt zwischen Hawaii, zwischen Spanien und auch der Antarktis an der Stelle, mit Zwischenpunkten an der Stelle. Und man hat über ein solches Netzwerk nun in faszinierender Weise eine Kooperation realisiert, die etwa im Zeitraum von 2 Jahren nun diese Ergebnisse erarbeitet und präsentiert hat. Wir wollen aber zunächst nochmal zurückgehen zu diesem einfachen Ansatz, den ich vorhin Ihnen erläutert habe bei der Auflösung nach der Theorie von Rayleigh für
Wellen, denn die gilt auch für Radiowellen, eben nur für andere Wellenlängen. Und jetzt können wir hier nochmal das anschauen, welches Prinzip sich hinter dieser Interferometrie verbirgt. Und das Schlagwort dabei ist, dass sie nicht nur Signale überlagern, sondern in einem komplizierten Verfahren phasengetreu kohärent überlagern. Wenn Sie das machen, dann können Sie sozusagen diese Teleskope über eine Welt verteilt zu einem virtuellen Riesen Radioteleskop zusammenkoppeln und können dann überlegen, ob die Auflösung, die Sie erreichen, eine Chance hat, das, was Sie erahnen, tatsächlich darzustellen. Nun, Sie nehmen schon an, dass das möglich ist, sonst gäbe es diese faszinierenden Bilder nicht. Aber ich habe hier nochmal ganz einfach diese Relais-Beziehung hergenommen und hier einfach die Wellenlänge berücksichtigt als Aperturbasislänge, die 10.700 Kilometer Abstand zwischen den weitest entfernten Radioschüsseln. Und Sie bekommen dann mit der ganz einfachen Ausrechnung einen Wert von 25 Mikrowinkel oder Mikrobogensekunden heraus. Und das bedeutet, wenn Sie wieder meinen Referenzabstand zum Mond nehmen, denken Sie an den Nussknacker, 45 Millimeter. Also Sie haben eine Chance, auf dem Mond mit dieser Anordnung, in dem Fall Radioquellen zu trennen, die einen Abstand hätten von 45 Millimeter. Und das führte nun das ganze Verfahren zu dem Erfolg, über den Sie hier aus unterschiedlichen Quellen hier erfahren haben. Und ich würde jetzt zum Schluss noch einmal einfach das zusammenfassen. Hier sehen Sie das Bild. Es ist ein Summenbild, das über verschiedene Messverfahren gewonnen wurde. Die Daten werden im Laufe von mehreren Tagen gewonnen. Das kohärente Zusammenrechnen, wenn ich das so lasch sagen darf, das hat, ich glaube, 1,5 Jahre gebraucht. Mit vielen Kontrollschritten, um sicher zu sein, dass nicht in irgendeiner Weise Fehler passieren. Und das ist das nun, was man als Schatten eines Lochs versteht. Sie wissen, es ist ein Radiobild, aber lassen Sie mich hier einfache Größen einzeichnen, aber auch das Ergebnis dieser Kooperation hier nochmal verdeutlichen. Wir haben also hier das ETH, schwarzes Loch, M87 Stern, mit diesem faszinierenden Ring. Und Sie sehen den Maßstab, einmal hier aus den Originalarbeiten herausgenommen, 50 Mikrobogensekunden. Nach den einfachen Formenbeziehungen ausgerechnete Auflösung nach Relais, das waren diese etwa 25 Mikrowinkelsekunden, die entsprechen genau diesem Kreis hier. Das ist also elementare Ausrechnung aufgrund der Auflösung. Und jetzt wird es etwas raffinierter. Jetzt wird zum einen aufgrund der Auswertung, das kommt nicht aus einfachen Überlegungen, sondern das ist die Arbeit von dieser großen Kooperation, als Ergebnis heraus, dass die Masse dieses Zentrums hier fast genau 1500 Mal so groß ist wie die Masse des schwarzen Lochs im Zentrum unserer Milchstraße. Also immerhin 1500 Mal größer. Und wenn Sie das nun in Zahlen hier fassen, kommen da 1,5 Milliarden Sonnenmassen heraus. Und wenn Sie das nicht zu langweilig hier finden, 1,3 mal 10 hoch 40 Kilogramm, also eine Zahl mit hinten 40 Nullen. Hinter dem verbirgt sich nichts, aber was ich verdeutlichen wollte hier ist, dass obwohl wir so eine Riesenmasse vorliegen haben, in einer Entfernung, die gar nicht so weit im Kosmos ist, dass wir da eben mit diesen fantastischen Möglichkeiten mit einem Weltteleskop rangehen müssen, um eine solche Sache darzustellen. Zum Schluss sehen Sie ganz hier nochmal den Radius nach Schwarzschild. Hier, das ist ja nur ein Kreis. Und da kommt aus dieser Masse ganz einfach 16 Mikrobogensekunden heraus. Das können Sie also elementar ausrechnen aus dieser Fluchtgeschwindigkeitsformel. Aber was die Fachleute gemacht haben, das ist viel mehr. Sie haben diesen Photonenring hier analysiert. Auch die Asymmetrie, die Sie erkennen, hier wurde analysiert. Und das Ergebnis ist, dass man aus diesen Gesamtüberlegungen hier einen Durchmesser dieses Photonenrings, des Emissionsrings, kommt aus mit einem Winkeldurchmesser von 42 Mikrobogensekunden. Ich hatte vorhin erwähnt, dass ich noch ein Gedankenexperiment vorbereitet habe. Wir nehmen an,
dass ein stellares schwarzes Loch, also kein so riesenschwarzes Loch, sondern eins, was man in der Entwicklung der Sterne erwartet, mit einer Masse von 4 Sonnenmassen und einem entsprechenden Schwarzschildradius von 12 Kilometern. Der Schwarzschildradius ist direkt proportional zur Masse. 3 mal 4 gibt 12 Kilometer. Ein solches hypothetisches Objekt setzen wir gedanklich in unserer unmittelbaren Nähe, in unserer eigenen Galaxie, und zwar auf die Position des nächsten Fixsterns, den Sie im Südsternhimmel sehen, nämlich Alpha Centauri. Die Entfernung beträgt nur in Anführungszeichen 4,2 Lichtjahre. Der uns nächste Stern. Und dann überlegen wir uns, wie groß der Winkel ist, der sich daraus ergibt, aus diesem Gedankenexperiment. Und die Antwort ist, dass, wenn Sie das ausrechnen, erhalten Sie hier 0,12 Mikrobogensekunden. Ich habe hier einen Gedankenstrich reingemacht, um das zu betonen. Oder jetzt sind wir wirklich bei 120 Nanobogensekunden. Wenn Sie sich erinnern, eine Bogensekunde war Stecknadelkopf, um rund 20 Bogensekunden, 16 Bogensekunden waren die Winkeldurchmesser der riesenschwarzen Löcher, über die wir gerade eben gesprochen haben. Und wenn Sie nun dieses Maß hier nehmen und rechnen das um auf unsere Mondentfernung, dann erhalten Sie eine Gegenstandsgröße auf dem Mond von 0,24 mm, also 2,4 Zentimillimeter. Und das können Sie jetzt in Haardurchmessern ausdrücken, nämlich von ungefähr 5 Haardurchmessern. Zum Abschluss das nochmal zur Verdeutlichung. Wir hatten als Winkelguide sozusagen den Nussknacker. Das hier war der Abstand, den wir an dem schwarzen Loch M87 Stern gesehen hatten, hier mit dem charakteristischen Durchmesser. Wenn wir ein solches schwarzes Loch hätten in einer relativen Nähe, dann müssten wir Instrumente finden, die es ermöglichen, jetzt nicht den Augenabstand hier aufzulösen, sondern den Haardurchmesser oder mindestens hier den Durchmesser einer solchen Stecknadel. Mit diesem Gedankenexperiment wollte ich nochmal untermauern, wie die Winkelverhältnisse sind, die im Zusammenhang mit einem solchen schwarzen Loch auftreten. Die Beobachtung eines solchen hypothetischen schwarzen Loches sind noch mit ganz anderen Randbedingungen verbunden, die ich jetzt nicht ausführen würde, denn ich habe jetzt an der Stelle sie wirklich lange genug am Abend festgehalten. Ich komme zum Ende und möchte mich zunächst einmal bedanken bei Ihnen für die Aufmerksamkeit, und während ich meine letzte Folie hier durchklicke, werde ich dann hier eine Animation starten. Da wird ein solches dynamisches Verhalten eines Photonenrings simuliert. Es geht auf Kips Horn zurück, bei dem man nun die Richtungen variiert, und Sie sehen einfach solche fantastischen Formationen, die dabei entstehen. Eine Momentaufnahme ist dann der Teil, den wir vorhin als Photonenring gesehen haben, allerdings unter einer ganz bestimmten Richtung. Und diese Richtung gab vor, dass dieser Ring asymmetrisch war. Damit bin ich wirklich am Ende angekommen. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Und ich bedanke mich an der Stelle ausdrücklich bei Klaus Reinsch, der die ganze Management hier immer auf die Füße stellt. Und auch bei meiner Frau, die immer wieder hier Korrektur lesen muss. Herzlichen Dank. Musik.